Hallo und schönen guten Abend bei lockergrillen.de. Heute mal wieder drin, indoor, weil noch immer Winter und hin und her. Ja, heute gibt's Schweinebauch. Und zwar habe ich mir da sowas zugelegt. Und zwar so einen Küchenhelfer, den Sir Henry sozusagen, den Moment. Und zwar ist der Sir Henry ein Sous-Vide-Stick. Ja. Den habe ich mir jetzt mal zugelegt, weil ich ziemlich begeistert war von, also ich habe in diesem Thermomix mal was Sous Vide gemacht und da war ich jetzt echt super begeistert. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, kaufst mal so ein Ding und probierst mal aus. Extrem cool, ich habe jetzt Hühnchen gemacht, alles mögliche, aber heute gibt es Schweinebauch. Und wie ich den ganzen mache und wie ich den mariniere und sowas, schaut euch an. Und im Endeffekt ist es gar nicht so viel, was wir brauchen. Das ist einmal Schweinebauch. Salz, Senf, Pfeffer. Fertig. Ihr habt gesehen, der Sous-Vide-Stick läuft schon, heizt das Wasser vor, das sind so 5 Liter Wasser. Schauen wir mal, auf 64 Grad heize ich die hoch. Und jetzt zerteile und mariniere ich das Fleisch und vakuumiere es. Und und wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich das mariniert und erstmal auseinandergeschnitten natürlich. Also ich habe mir zwei, ich weiß nicht, soll das gleich große Teile werden, haha. Eine ein bisschen größer, andere ein bisschen kleiner, ist ja egal. Aber jedenfalls habe ich es mir zerschnitten und mariniert, weil das eine mit Senf, Salz, Pfeffer nur. Also auch relativ wenig Gewürz oder wie auch immer. Und das andere nur mit Salz und Pfeffer. Jetzt kommen beide ins Bad sozusagen, ist jetzt schon vorgeheizt auf 64 Grad, mindestens 12 Stunden, wie lang es jetzt wird, weiß ich schon nicht, das werdet ihr dann später sehen und dann ja, schauen wir uns mal an, wie ich es jetzt reinwerfe und dann melde ich mich wieder in 12 Stunden. Und wie ihr gesehen habt, ist alles in den Bottich gewandert sozusagen. Jetzt 64 Grad, ich habe mal 15 Stunden eingestellt, weil ich so gerechnet habe, weil ich morgen Vormittag unterwegs bin. Ja, da wird es wahrscheinlich 15 Stunden werden, ist aber egal, also auf da kommt es wirklich auf ein paar Stündchen nicht an. Das passt schon, ob jetzt 12 oder 15 ist nicht so wild. Und ja, dann schauen wir mal, ich bin gespannt.
wie das wird und was ich dann nachher noch machen werde. Der Plan ist ja, das nachher noch mal im Backofen, beziehungsweise na, eher im Grill, denke ich mal, weil ich ja ein Grillblock bin, eher im Grill noch mal ein bisschen an zu knuspern dann später. Aber das wird schon werden und dann, ja, aber das wird erst, wie gesagt, in 15 Stunden was werden oder in 16 dann. Schauen wir mal. Ich melde mich wieder. Bis dann. Wiederhören. Willkommen zurück nach genau 16 Stunden. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen verlängert, weil ich war jetzt noch unterwegs und da hat sich das einfach ergeben, dass es länger drin bleiben muss. Das ist ja nicht so schlimm. Aber eben gerade hat's gepiepst und ja, jetzt sind 16 Stunden rum. Jetzt hole ich das Ganze raus, tue es in kaltes Wasser, dass der Garprozess stoppt, dass es dann ein bisschen abkühlt. Dann gehe ich noch ein Ründchen laufen und dann geht's heute Abend weiter. Dann schneide ich es an und dann wird es nochmal schön knusprig grillt oder wie auch immer. Dann schauen wir uns nochmal zusammen an, wie es jetzt aussieht, wie viel Saft sich da gebildet hat und wie ich das in kaltes Wasser lege. Ist natürlich auch sehr aufregend. Dann bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt ist es soweit. Der Schweinebauch ist gegart und gekühlt. Ich habe den dann, als er fertig war, nach 16 Stunden, habe ich den raus in kaltes Wasser gelegt. Also im Beutel, aber in so in kaltes Wasser. Dann habe ich dann einfach 24 Stunden drin liegen lassen, dass er schön kalt wird. Jetzt ist das Teil abgekühlt. Diese Flüssigkeit, die da ausgetreten ist, die ist so richtig geliert. Total cool irgendwie. Und jetzt ja, schneiden wir es mal zusammen auf, gucken wir mal rein. Und dann werde ich das in so, keine Ahnung, wie viel ist das? 5 cm, 5 mal 5 cm Stücke schneiden und das dann, ich habe jetzt schon den Spirit draußen angeheizt und dann werde ich das nochmal so richtig knusprig angrillen sozusagen und dann, ja, werden wir es mal probieren. Schauen wir uns mal an, ich packe es jetzt aus, ich portioniere es, ich schneide die Kruste vielleicht nochmal, ich schwarte vielleicht nochmal ein bisschen ein und sowas, aber schaut mir zu. Also ist aufgeschnitten. Ja, ich habe jetzt noch überlegt, diese Zahnstocher da rein zu machen, wie ihr gesehen habt, dass das auch steht. Das ist ja natürlich, diese Fleischstruktur ist natürlich nicht so gerade, dass das alles 1A stehen bleibt. Deswegen habe ich da so Zahnstocher rein, dass die dann mit der schwarzen Seite nach oben stehen, die Bürschchen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich der Grill, also dass der Spirit, dass der schon richtig heiß ist. Den wollte ich ultra anheizen, halt, was so geht. Und dann jetzt stelle ich die Teile mal da rein. Ich schätze mal so 10 Minuten oder sowas. Aber genaue Zeit sage ich euch noch. Ich stopp's mal mit, wann ich denke, wann es fertig ist. Und dann schauen wir mal. Dann gucken wir uns jetzt an, wie ich es drauf stelle. Und dann sehen wir uns gleich.
Nach genau 15 Minuten sind die Teile, also die sind warm durch und durch, nur die Haut oben, also die Schwarte, ist nicht, irgendwie nicht, noch nicht so knusprig. Ich werde es jetzt einfach so machen, ich werde die Teile jetzt einfach einmal drehen. Einfach auf die Schwartenseite legen, da wird schön heiß werden und dann ist es auch schön knusprig und dann ist es fertig. Also drehen wir es mal. Es ist vollbracht. Die Teile sind warm, knusprig einigermaßen. Da glaube ich, muss ich noch mal ein bisschen mehr Hitze am Ende noch mal oder sowas dran machen. Ich habe die da umgedreht, also dass wir, ja, hab ich schon erzählt, dass sie halt von noch ein bisschen, dass die Schwarte ein bisschen knuspriger wird, ist nicht so 100% geglückt, aber vielleicht hatte ich auch zu wenig Geduld. Wahrscheinlich einfach noch mal länger drauf liegen lassen auf der Schwarte und dann wird die auch knusprig. Jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal an. Das sieht gut aus, glaube ich. Schön. Boah. Geil. Also, das ist so zart, das Fleisch. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt super. Jetzt noch mal ein Stück Schwarte. Ja. Also, hier ist jetzt nicht 100% knusprig, aber trotzdem lecker. Also, muss ich wirklich sagen, cool. Das ist echt eine coole Sache. Hat sich der Aufwand wirklich gelohnt. Ich schneide jetzt alles andere noch in Teile und grill es nochmal an. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Dampf geben nochmal. Dazu essen wir heute Apfelcreme. Dafür mache ich auch nochmal ein Video. Verlinke ich euch dann hier unten, wie es gemacht wird. Total einfach, aber ultra lecker. Ja, dann war's das schon. Dann ich mache vielleicht halt später nochmal so, ich filme nochmal über so einen Teller drüber, wenn er fertig ist. Es gibt Nudeln mit Pesto, den Schweinebauch mit Apfelcreme und Erbsen, glaube ich, jawohl. Filme ich euch nochmal drüber und dann sage ich jetzt schon mal danke. Cool, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt, also bis zum Ende. Und dann hoffe ich mal, ihr schaut nochmal rein bei mir. Und Daumen nach oben wäre ganz cool. Bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall liken, abonnieren, kommentieren, alles Mögliche, was ihr wollt. Und dann nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.